und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich so mein Katheter immer befülle und das ganze Infusionsset fertig mache, um es dann natürlich später anzulegen. Das zeige ich euch nicht, das wäre jetzt ein bisschen zu lang, aber das ganze, den ganzen Befüllungsprozess. Und ja, das mache ich mit Hilfe eines Bleistiftes. Und genau, wenn euch das interessiert, wie ich das immer so mache und wie das so funktioniert, dann bleibt jetzt gerne dran. Viel Spaß beim Video. So, dann kommen wir jetzt mal zum Wechseln vom Katheter. Ich habe gerade meinen alten Katheter rausgezogen. Ja, hatte den Grund, dass Insulin halt rausgelaufen ist und das macht ja jetzt so keinen Sinn mehr. Deswegen muss ich jetzt den Katheter wechseln. Und ich zeige euch jetzt quasi, wie man das Ganze hier befüllt. Also was wir erstmal brauchen, ist unsere Pumpe, ein neues Reservoir, das können wir auch eigentlich gleich schon mal auspacken. So, ein Reservoir. Dann eine Insulinpatrone. Dann einmal das Codan zum Desinfizieren der Haut. Dann brauchen wir einmal, okay, ich weiß jetzt nicht, welchen ihr jetzt habt. Ich habe die Mios, die Mio-Katheter. Die schauen so aus, da ist gleichzeitig auch eine Setzhilfe schon mit dabei. Und dann brauchen wir als letztes den guten alten Bleistift. Da geht auch so ein kleiner, das ist sogar ein bisschen angenehmer. Ich habe jetzt aber hier gerade den zur Verfügung, also nehme ich den. So, dann legen wir gleich mal los. Als allererstes guckt man, dass das Insulin nicht unbedingt, wenn es halt aus dem Kühlschrank kommt, noch so eiskalt ist. Das heißt, man hält es erstmal ein bisschen in der Hand. Aber es reicht in der Regel, wenn man das so 1 bis 2 Minuten halt einfach in der Hand hält, dass es so ungefähr Raumtemperatur hat. Dann, also hier ist unser Reservoir. Hier oben ist so eine Art Nadel drin. Und dann halten wir die Patrone nach unten gerichtet, also der Schrift nach unten gerichtet, da dran an diese Nadel und drücken, dass es so einen leichten Klack macht. So, das hat es jetzt bei mir gemacht. Das heißt, ich lasse jetzt das Ganze in meine Hand gleiten und halte das dann mit einer Hand fest. Also halte praktisch die Insulinpatrone und, also Penfill nennt man das, ne? Ich sage jetzt immer Patrone, aber ist ja auch egal. Also halten halt das Insulin und das Reservoir in einer Hand zusammen fest, sodass das nicht unbedingt mehr groß rumwackeln kann. Dann gehe ich hier mit einem Bleistift dran. Ich versuche das jetzt irgendwie so zu machen, dass ihr das sehen könnt. Hier oben und drücke ganz langsam, das ist auch wichtig, dass das nicht zu schnell ist, ganz langsam hier rein und ihr seht, dass sich unten das Insulin auffüllt gerade, ne? Also das Reservoir füllt sich mit Insulin so rum. So, dann lasse ich es aber nicht ganz reinlaufen, sondern nur, könnt ihr das sehen, so viel circa, weil hier oben ist jetzt eine Luftblase drin. So, und ich möchte jetzt ja natürlich die Luftblase rausbekommen, also setze ich mal kurz den Bleistift ab und klopfe hier gegen, drücke das wieder so ein bisschen hoch, dann prüfe ich, ob hier jetzt noch Luftbläschen drin sind. Nein, sind keine mehr drin. Und jetzt passiert das auch nicht nochmal. Also jetzt mache ich das Ganze weiter. Ich zeige euch das jetzt gerade mal so. So kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Jetzt drücke ich hier weiter und schaue halt, dass ich die Blase oben drin nicht erwische. Hier ist jetzt ja noch eine Blase drin. So, das habe ich jetzt geschafft. Unten ist es voll, dann ziehe ich hier die Patrone raus. Das ist jetzt quasi Müll. Drehe hier oben, dieses blaue. Da drücke ich ein bisschen gegen, drehe einmal und ziehe das dann ab. So, jetzt habe ich hier das blaue, das ist dann auch Müll. Und unten ist jetzt wichtig, dass ihr das nicht einfach so abdreht oder abzieht oder wie auch immer, sondern dass ihr ein bisschen gegendrückt, also einen kleinen Druck erzeugt. Und dann dreht. So, jetzt habe ich das auch. Ab, Müll, zack, fertig. Und habe hier das Reservoir einmal komplett gefüllt.
Okay, jetzt brauchen wir als nächstes den Mio. Das machen wir einmal auf. Hier ist so ein roter Reisrand, wie auch immer man das nennt. So, den machen wir einmal auf. Hier oben ist eine Kappe dran, die mache ich ab. So, der Schlauch ist jetzt hier drin und der ist befestigt an so einem kleinen Haken hier drin. Und das drücken wir halt einmal so runter und dann können wir den ganz locker ablösen. Ich habe hier einen 80 cm Schlauch. Es gibt den auch in 60 cm und auch, glaube ich, noch mehr als 80 cm. Okay, den habe ich jetzt einmal komplett abgelöst und habe jetzt hier unten so eine Art Kappe. Die ist dann für das Reservoir gedacht. So. Dann machen wir es so, dass man das drauf halt, aber nur dran halten, noch nicht irgendwie großartig rumdrücken oder so, nur so einen ganz leichten Druck erzeugen. Und dann drehe ich das jetzt. Und zwar drehe ich das so lange, bis es automatisch runtergleitet. Das passiert irgendwann, meistens so nach einer Viertel oder halben Drehung. Und dann drehe ich es erst. Das macht auch so einen kleinen Klack. Und jetzt kommt das Reservoir, wenn ich denn meine Pumpe zurücklaufen lassen habe, was ich natürlich noch nicht gemacht habe. Und jetzt sagt der Schlauch vom Körper trennen und Reservoir aus der Pumpe nehmen. Das haben wir ja schon gemacht. So, und für Rücklauf Act drücken. Das heißt, ich drücke auf Act, dass dieser Bolzen, der hier drin ist, so langsam zurückläuft. Okay, und jetzt sagt er mir hier auch, dass ich das Reservoir einlegen kann. Und das mache ich jetzt auch. Also wir drücken, wir legen das hier rein, das Reservoir, drehen dann, bis es nicht mehr geht. Und dann haben wir es auch, ja, sozusagen reingetan. Hier sieht man jetzt, dass das Insulin, dass das Reservoir halt voll ist und noch kein Insulin fehlt. Und wenn wir das gemacht haben, steht da, sollen wir Act drücken. Das mache ich jetzt nochmal. Dann fragt er uns, ob wir das Set abgekoppelt haben. Das habe ich ja schon getan. Also ich habe mich ja schon selber abgekoppelt. Dann drücke ich also auf Ja. Und jetzt steht da, um den Schlauch zu füllen mit Insulin, sollen wir Act gedrückt halten. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die Pumpe aufrecht halten. Also das kann man einfach so machen in der Hand oder man kann es auch hinstellen. Ich stelle es jetzt mal hin. Jetzt wird dann praktisch der Schlauch befüllt und das machen wir jetzt einfach. Und darunter liegt bei mir immer ein bisschen weg, damit es halt nicht irgendwie, keine Ahnung, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es auf die Arbeitsfläche gehen würde. Aber das ist immer ganz gut. So, jetzt seht ihr, da kommen Tropfen raus, ne? Genau, also das hat man jetzt ganz gut gesehen. Hier vorne kommen jetzt Tropfen raus, das heißt, es ist fertig gefüllt. Ich habe es jetzt extra ein bisschen länger tröpfeln lassen und jetzt halte ich das nochmal gegen das Licht, um zu gucken, ob da auch keine Luftblasen mehr drin sind. So, das sieht bei mir jetzt ganz gut aus. Ihr könnt das ganz, ihr könnt halt immer den Schlauch nochmal gegen das Licht halten, um dann zu schauen, ob da Luftblasen drin sind oder nicht. Das ist halt ja schon wichtig, weil das muss ja nicht unbedingt sein. Okay, jetzt sehen wir hier, dass da 10,9 Einheiten schon abgegeben worden sind. Und da steht Tropfenaustritt, Fragezeichen. Und dann kann ich das mit Escape bestätigen. Ja, der Tropfen ist ausgetreten. Sehen Sie Tropfen am Ende des Katheters? Ja. Dann drücke ich wieder auf Act. Und jetzt kann ich mein Set am Körper anlegen und danach befüllen. So, jetzt mache ich das mit euch nochmal so weit, dass ich dann quasi auch wirklich anlegen kann. Jetzt ist hier vorne ja so eine Schutzhülle drauf auf der Nadel, wie ihr sehen könnt. Und hier unten ist auch noch was, was wir abziehen müssen. So, das ziehe ich als allererstes ab. Dann, das machen manche auch anders, aber ich mache das zuerst so, dass ich hier quasi die Schutzhülle von der Nadel abziehe. Jetzt ist hier die Nadel. Dann ist das, gibt es hier nochmal was, was den Kleber befestigt. Das ziehe ich jetzt ab. So, habe ich das auch fertig. Und so sieht es jetzt aus, fertig aus, bevor ich das Ganze anlegen kann, also in die Haut reinstechen kann. Okay, jetzt ist hier unten eine Vorrichtung, wo man ganz gut reingreifen kann. Und
Hier gibt es einmal solche Einbuchtungen zum Festhalten oder zum Draufdrücken dann später. Und das gibt es an zwei Seiten, also hier, da und da. Und dann gibt es nochmal hier so geriffelte Seiten, zwei Stück. Die hier sind zum Festhalten gedacht. Und die so eingebuchtet sind, wo so eine kleine Kerbe drin ist, da drücken wir später drauf, um uns das Ding in die Haut reinzuschießen. Aber zum hier ziehen, das müssen wir jetzt ja machen, um überhaupt das System zu spannen, halten wir das hier an den geriffelten Vorrichtungen fest und ziehen dann einmal kräftig mit Schmackes, bis es klappt. Hier ist jetzt so eine kleine Kerbe, da und auf der anderen Seite auch. Und ja, jetzt können wir das Ganze dann anlegen. So, jetzt sprühe ich noch hiermit die Hautstelle ein, wo ich halt reingehen möchte mit dem Katheter. Da sprühe ich einmal in einem Bereich von, ja, ich sag mal ungefähr 5 bis 7 cm Durchmesser das Kudan drauf. Dann wische ich das mit dem Wisch und Weg einmal ab komplett, damit die Fettschicht runtergeht von der Haut. Damit einfach der Katheter besser hält. Und dann sprühe ich nochmal von etwas weiter weg die Haut ein und lasse das Luft trocknen. Und wenn das passiert ist, dann lege ich erst den Katheter.